Ja Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem zweiten Kanal Broski, Freunde. Ihr wisst es ist Zeit für einen neuen Stadion-Vlog. Wir haben gerade 5.30 Uhr in der Früh, ich bin gerade aufgestanden. Es geht jetzt nach Nürnberg, Duell der Freundschaft, Nürnberg gegen Schalke im Max-Morlock-Stadion. Ich habe sehr Bock und ich würde sagen, ich nehme euch mit auf einen wunderschönen Vlog hier. Let's go. Na, noch nicht let's go. Ich muss noch was ankündigen. Ich bin morgen auch bei dem NFL-Game in Frankfurt am Start. Es wird also wieder ein sehr geiles Wochenende. Wird nicer Content kommen. Könnt ihr euch morgen auf direkt den nächsten Vlog freuen. So, ich bin jetzt übrigens auf dem Weg zum Finn. Der ist heute wieder mit am Start. Das ganze Wochenende. Ich bin so im Arsch, Alter. Ich habe 3 Stunden geschlafen. Ah. Er will einfach ins Bett. Bin am Ballen, so wie Schalke 04, 04. Bin am Ballen, so wie Schalke 04. Guten Morgen. Was geht, was geht, was geht? Na? So, Freunde, kurzes Päuschen. Und der erste Kaffee am Morgen. Jetzt lebe ich wieder. Ich habe einen Powernap gemacht, ich bin jetzt wieder da. So, ein letzter Tankstopp und dann sind wir auch gleich schon in Nürnberg angekommen. Ich habe richtig Bock auf ein geiles Spiel. Finn steht hier in einer Tanksäule, übernimmt das Ganze. Nürnberg gegen Schalke, ich war ja vor 2 Jahren auch da beim Spiel. Es hat ein richtig geiles Duell, ne? Einer der größten Fanfreundschaften, vielleicht sogar die größte, die es überhaupt im deutschen Fußball gibt. Es ist eine riesengroße Choreo geplant. Ja, und Schalke müsste auch mal wieder gewinnen. Bei aller Freundschaft, ne? Das wäre schon cool. Und der dritte Kaffee des Tages wird gezogen. Ganz kurz übrigens nochmal zur Ausgangslage. Dieser Partie bin ich euch ja noch schuldig. Nürnberg ist aktuell auf dem 8. Tabellenplatz. Sind ordentlich in die Saison gestartet, haben ja auch dieses Jahr wieder Ambitionen. Schon wilde Spiele dabei gewesen. Im Pokal beide Mannschaften ja über 120 Minuten gegangen. Nürnberg weitergekommen, Schalke nicht. Grüße. Und Schalke ist 16. nach wie vor. Ja, in der zweiten Liga. Super. Oh, wir sind jetzt hier am Vereinsgelände angekommen. Da warten wir jetzt auf den guten Willi Wilson. Der holt uns gleich ab und dann geht es auch schon ins Stadion. Stündchen bis zum Spiel. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, als ich vor 2 Jahren hier in Nürnberg war, waren hier die ganzen Jugendmannschaften auch. Und da haben die so ein Turnier gemacht. Ich weiß gar nicht, was da heute läuft. Wir sind ein bisschen im Stress. Weil wir wollen schon rein hier gleich. Ein schönes Vereinsgelände, da kannst du nichts sagen. Ich glaube, der hat gerade noch die Jugend gespielt. Dort hinten ist, glaube ich, Trainingsplatz. Schick, schick hier, war ich letztes Mal gar nicht. Hier da hinten, die Nürnberg-Jugend hat auch noch ein Spiel. Macht sich hier bereit. Und ich sag euch ehrlich, der Willi Wilson hat richtig Zeit, ne? Also 3/4 Stunde vor Anpfiff. Weiß ich nicht, Willi. Wir denn da? Der Wilson-Sommer. Ja, schön, dass du es nach Nürnberg geschafft hast. Wie geht's dir, mein Freund? Ich bin gesund und munter, sagen wir es so. Es gibt immer Ecken und Kanten im Leben, die mich stören. Hast gar keinen gerade? Ja, so halbwegs. Halbwegs. Schön die Pulle Vita, Welt. Macht sie gut. Das ist es auch. Das ist Lebenselixier. Wir müssen dem Mann auch mal danken. Der hat uns hier heute richtig freundlich nach Nürnberg eingeladen ins Stadion. Das ist ein Service, wirklich. Ich will dir auch mal eine anständige Stadt zeigen. Ja, nächstes Mal vielleicht noch die 5 Minuten nicht auf 10 strecken, dann haben wir es. Ja, kein Problem. Mach mal. Hier ist der Club-Imbiss. Wir sind jetzt gleich am Stadion, ist da hinten. Willi hat einen Funfact. Hau raus. Erste Mal. Ich musste ja früh, es muss ein bisschen aufgepasst. Meine Mutter ist alleinerziehend und ich bin jetzt nicht mit einem Goldlöffel aufgewachsen. Ne? Um irgendwo dann Geld zu machen, habe ich hier immer Sachen verkauft und Pfandflaschen und so gesammelt und habe dann hier immer so am Spieltag 150 Euro gemacht. Macher. Macher und schlau im Leben, weil weißt du, was hier abgelassen wird? Guck mal, wie viel Bier getrunken wird. Servus. Ja, guck mal. Dann kannst du losfahren. Ja. By the way, hier rechts, seht ihr ja, das ist irgendwie so ein Stadion oder so, keine Ahnung. Da von früher irgendwie immer, ja, was soll ich jetzt beschönigen? Wir wollen halt reden von den Nazis gehalten, ne? Also hier wurden irgendwie immer so Paraden gemacht. Das Ding steht immer noch. Aber wir wollen dahin. Sehr korrekten Zuschauer getroffen. Sub im? Freitipp. Maschine, Junge. Okay, ich will deinen Tipp haben. Ich sag 2-1 Nürnberg heute. Du bist Nürnberg-Fan? Ja. Ja, ist in Ordnung. Tag der Freundschaft. Heute dürft ihr. Geil. Was für Legenden, Digga. Wir haben euch ja noch ein Matchtipp hier. Das wird ein 2-1 Schalke. 2-1 Schalke? Nein, das ist mein Mann, Schalke. Okay, dann. Ja, so, Boys und Girls, wir brauchen Tipps. Also, ich bin hier beim 3-1 für Schalke. Ganz klare Geschichte. Ich sag, ohne zu übertreiben, 3-1 Club.
Und ich sag dir auch sogar, wer die Tore macht. Can Uso wird ein Tor machen. Nene Brown. Ich habe ihn davor geschrieben, dass er das Tor machen muss. Und Kastrop. Weiß ich nicht, Digga. Sollen wir mal was Gutes hier? Ich sag ein 1-2 Arbeitssieg für Schalke. Wie letztes Mal gegen Karlsruhe. Ja, war auch ein Arbeitssieg. Lief super. Anje ist ein Rummel, aber das ist auch geil. Das ist so Nürnberg-Schalke, ist halt alles so freundschaftlich. Ne? Ja. Heute ist auch Gäste- und Heimbereich gar nicht getrennt. Also das ist ja das Geile. Und ich finde, ich habe das früher mit 14, 15 beigebracht bekommen, Schalke und der FCN. Und Schalke war zu der Zeit noch Champions League. Also weißt du, was ich meine? Der glorreiche S04. Aber das ist so harmonisch, aber auch gleichzeitig so viel Power dahinter, weil die Choreo, ich werde es dir jetzt schon sagen, wird knallen. Ja, wir müssen auch Gas geben, die geht gleich schon los. Ich ne? weiß. Jalla. Abfahrt. Danke. Hopp, wir sind drin im Max-Morlock-Stadion. Let's go, Alter. Ich habe Bock auf ein geiles Freundschaftsduell. Geschafft. Vamos. Vamos. Packen wir's. Der Vibe hier ist aber echt geil, ne? Überall Nürnberg-Trikots, Schalke-Trikots. Es ist einfach cool, Mann. Die Aufstellungen sind mittlerweile auch da. Bei Schalke, Terodde raus, Aujan wieder von Anfang an und Asan ist nicht fit geworden. Naja. Schauen wir mal, was das Ding hier wird mit dem neuen Trainer Karel Geraerts. Pokal war nicht so geil, Liga war okay. Freunde, wir gehen rein. Let's go, Alter. Ich hab richtig Bock. Vamos. Ich finde halt diesen Vibe in dem Max-Morlock-Stadion echt geil. Weil es so ein bisschen älter ist auch. Es hat halt wirklich einen coolen Vibe, Mann. Alter, wie viele Schalker hier sind. Junge, was geht denn da? Was geht? Hi, Grüße. Die Nürnberger Jugend ist auch da. 15 Minuten noch und die Choreo geht los. Ich bin echt gespannt, was das hier für ein Ding wird, Alter. So geil. Es wird einfach so eine Gemeinschaftschoreo. Fuck, Alter. Ich glaube, das Ding wird richtig geil. Spieler machen sich warm, kommen jetzt gerade rein. Und Nürnberg spielt einfach die Schalker Vereinshymne. Choreo-Schals werden hier auch schon rausgeholt. Wir haben leider keinen bekommen, aber wir kriegen, denke ich mal, noch einen nach dem Spiel. Ich glaube, das wird richtig geil, Mann. Jetzt noch heute gewinnen, bitte, bei aller Freundschaft, aber wir gewinnen. Spazieren. Geile Stimmung auf jeden Fall. Oder nack. Willi, ich sag's dir einmal für dich. Geile Plätze, Alter. Hast du wirklich gut organisiert alles. Steht übrigens ein Bündnis für die Ewigkeit. Sehr, sehr geil. Kumpel und Manora. Und dann Rot, Schwarz. Ich kann es leider nicht ganz lesen. Schlachtenbummler ist es, glaube ich, ne? Geil, Alter. Zusammenstehen, dann wird der FC Schalke! Oh, geil, Mann. Schalke! Einfach genau da, wo das Schalke-Logo ist, saßen wir übrigens vor 2 Jahren, als Schalke hier aufgestiegen ist. Da war ja auch ein Platzsturm. War auch ein legendäres Ding. Und jetzt geht's los. Übrigens auch ganz lustig. Bei Nürnberg sind 2 Ex-Schalker in der Startelf mit Goller und Flick und bei Schalke mit Tempelmann Ex-Nürnberger. Also es ist komplett freundschaftliches Duell. Schals werden rausgeholt und die Vereinshymne gespielt. Die ist sehr, sehr geil bei Nürnberg. Alle natürlich mit Schal unterwegs. Das ist einfach ein brutales Bild. Alles voller Schal. Beide Mannschaften nochmal im Kreis. Dann geht's los. Let's go. Let's go.
halt wirklich echt krass ist, das ist bei dem Spiel halt wirklich einmalig, bei dieser Fanfreundschaft, diese Stimmung ist halt ganz anders, ne? Also es ist so richtig friedlich irgendwie alles. Sonst hast du ja auch mal im Stadion, dass dann irgendwie so ein bisschen rauer wird, das ist halt null. Schalke war gerade kurz gefährlich, aber generell, da waren gerade Ordner im Block, die haben bei der Chore geholfen und so. Das ist schon krass. Er kann nur rennen. Er kann nur rennen. Er kann wirklich nur rennen. Er ist schon Schalke gerade. Ich glaube Pfosten. Aber er gibt eine Ecke auf jeden Fall. Oh, und die Feste da. Vorwärts, FC Schalke, schießt ein Tor für uns. Komm, bring ihn. Rick. Wir sind gerade fast Zeitzeuge eines Henning Mascherini-Screamers geworden. Das ist noch ein ganz geiles Detail. Im Schalker-Fanblock ist eine Ultras-Nürnberg-Fahne drin. Und im Nürnberg-Fanblock, da seht ihr die blaue, eine Schalke-Ultras-Fahne. Das ist richtig geil, Mann. Sieh durch! Was macht man? Was die da hinten immer spielen, ey. Wow. Halt immer diese kleinen Fehler, ne? Als Schluss Nürnberg. Hoffen wir, dass er das nicht kann. Wäre typisch Schalke, wenn der in den Winkel geht. Ah, danke. Eigentlich, dass du der Beste bist. Kannst du das annehmen, bitte? Ja, krieg ich das hin? Du bist wirklich der Beste. Kuss geht raus. Ich liebe dich. Zum Wohl. Prost. Grüß dich. So. Leckeres Radler erstmal zum Reinkommen. Schöne Sache. Canuso, muss man aufpassen. Ah, weg. Auf Auto da hinten drauf. Schalalalalala. Schalke 04. Schalalalalala. Also eine halbe Stunde ist gespielt. Das Aufregendste war bis jetzt Finns Weg zur Bar. Passiert eigentlich wirklich nichts. Deshalb, bitte. Wenn du mir sagst, wo er reinfliegt, 50 Subs. Oben links. Oben links? Würde ich ihn schießen. Deswegen fällt er da nicht mehr rein. Fackel! Oh, so wichtig! Wir führen! Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Mir ist gerade schwarz warm geworden, weil ich nicht so aufgestanden bin. Let's go, Freunde! So, guck mal hier. Keke macht sich warm. Oh, fast das Zweite! Die Jungs sind da! Guck mal, was sie da auf einmal für eine gute Zeit haben! So, Willi, es ist eigentlich relativ einfach. Du nimmst einen Schluck vom Bier und dann sage ich dir, dass er ihn links oben reinhaut. 50 Subs. Er legt rein. Lass die Mähne dran, Junge, lass sie dran. Wow. Oh oh. Ah, Ralle! 04! Halbzeit. Gibt Applaus von den Rängen. Zu Recht, starke erste Halbzeit. Wir sind wieder richtig geil. Also, Zeit für ein ganz. Zeit für ein ganz kurzes Halbzeitfazit. Es ist spielerisch von beiden jetzt nicht irgendwie gut, aber mein, wir führen, war ein langer Ball. Defensiv stehen wir sehr kompakt. Du merkst jetzt auch nach dem Führungstreffer, dass ein bisschen Selbstbewusstsein reinkommt. Ein bisschen natürlicher die ganzen Abläufe sind. Vor allem mit Ball finde ich es hinten raus echt in Ordnung im Vergleich zu den letzten Spielen. Aber ich erlaube mir ein richtiges Fazit erst nach 90 Minuten. Stimmung ist gut, wir führen. Ist doch erstmal wieder schön. Ich habe was geschenkt bekommen und zwar selbstgemachte Sticker von den Rolli-Ultras. Wie geil seid ihr denn, Mann? Top! Und wo findet man euch bei Instagram? Ja, genau, Rolli-Ultras-S04. Willst du mal vorbeischauen? Ich habe hier ein geiles Sticker-Set bekommen. Die kriegen auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Passion, das ist ja Wahnsinn. Wo kommt ihr denn alle her hier? Man ackert ja auch noch, macht auch noch ein paar Fotos. Wir gehen mal wieder auf unseren Platz. Wunderschön. Die Mannschaften kommen wieder aufs Feld. Zweite Halbzeit läuft, auf das es genauso gut wird. Wie bisher. Ey, und nochmal der Vibe hier.
ist einmalig. Also selbst so die Ordner haben mich einfach so teilweise durchgeschleust. So, ja, da ein Block weiter, wollen die Fotos machen. Das gibt's halt sonst einfach so nicht bei Spielen, ne? Also wird wahrscheinlich im Vlog nicht so rüberkommen, aber all die im Stadion waren, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Das ist schon wirklich ein cooler Vibe irgendwie. Aber auch nur so lange, wie die Führung hält. In dem Sinne. Was war das denn für ein Müllpott? Und mein Bier ist verkippt, Digga. Deine Scheiße, Alter. Aua, aua, aua. Ja, super. Ah, ne, wirklich. Auch ein geiler Start hier in Halbzeit 2. Hat eine Minute gedauert. Kuss. Geh. Ah, du machst ja alles alleine. Gib doch den scheiß Ball ab, Mann. Das ist sympathisch. Sehr sympathisch. Lauf. Hui! Jetzt muss Karaman verletzt raus. Der Mann hat irgendwas am Arm oder an der Schulter, ich weiß es nicht. Wurde auch gerade schon ein paar Mal behandelt. Keke Top kommt rein und Latza. Na, schauen wir mal. Wird nicht besser, hä? Ja? Komm mal, Aujan. Komm, schieß doch, Junge, Alter. Ja, Nürnberg ist vogelwild gerade. Das ist die zweite Gelbe innerhalb von 2 Minuten für Meckern. Das ist so los, Digga. Warum kommt das? Und warum werden sie gefilmt, Alter? Stimmung kippt gerade ein bisschen. Und jetzt gibt's Geld für den Trainer. Guck mal, 2-3-schrittige Entscheidung ist nicht mehr viel mit Freundschaftsduell. Und noch eine gelbe hinterher. Für den Co-Trainer glaube ich auch noch. Ich glaube Co- und Cheftrainer beide gelb. Und Schieber wird gerufen. Weiter! Komm! 88. Minute. Das wäre ein schöner Zeitpunkt. Komm, Alter. Oh, der da! Ja! Danny Latza! Ja! Da, Junge! Alter, Digga, Danny Latza! Ich hab's immer gesagt! Ich glaub's nicht. Oh Gott. Er ist doch fertig. Kann auch passieren alles. 10 Minuten Nachspielzeit. Gönn, Bruder, gönn einfach. Ja! Mach irgendwas! Dreckig auf Zeit geschwitzt. Ist das dreckig? Kein Foul. Ja, der Spieler. Ja, weg. Richtig. Latza. Geh, Junge! Richtig, Junge! Der Schalke-Fan, haben sie gesagt. Geht entspannt, bitte. Junge, Alter. Sehr geil. Ist bitter da drüben.
Also ich sag dir offen und ehrlich, zweite Halbzeit gebe ich euch, da wart ihr mehr am Drücker. Aber das Tor in der ersten Halbzeit passiert aus nichts. Langer Ball hinter die Kette, legt am Ende gut ab, aber... Ein faires Spiel. Oh, fühlt sich das gut an. Es fühlt sich so gut an. Nach langer Zeit mal wieder, es fühlt sich so gut an. Oh, die Spieler kommen in die Kurve. Starke Spieler, Alter. Da war das so fertig, 2 Stunden geschlafen. Immer noch am Zittern, ne? Wirklich. Das Geist, guck mal. Ich kann dagegen nichts machen. Schalke siegt, mir geht's super. Du zitterst doch sogar auch schon. Guck mal hier. Hallo, ja, guck dir mal seine Hand an, guck. Bei mir ist auch. Heute ist euer Glück. Heute geht alles. Schlafen unter Brücke oder in der Bahnhofsmission. Wir sind Schalke, asoziale Schalke. Schlafen unter Brücke. Spieler drehen noch mal eine kleine Runde. Guckt euch den Block hier an. Viele Auswärtsfans zu sein müssen. Hallo! Das war wichtig. Wir sind 14 da. Auf die 14 gerutscht, Junge! Jetzt geht's ab hier! Von unten geht's auch nur nach oben. Ja, eben. So. Da steht alles. Die Macher, Digga, die Macher. Man verschenkt noch sein Trikot. Holt ihr? 3 Punkte. Boah, ich muss erst mal sacken lassen, ne? Mir geht's so gut, das ist der Wahnsinn. Ja, ich weiß. Das ist der Wahnsinn. Ich hab richtig Bock auf unseren Stream gleich, muss ich sagen. Ja, ich bin auch. Ich bin von Grund auf ein positiver heute. Typ. Aber bei dir merkt man, oder bei euch, mit welcher Anspannung ihr hierher kommt. Safe. Und jetzt grinst ihr, als würdet ihr Geld scheißen. Digga, das ganze Wochenende ist jetzt geil. Weißt du, was ich meine? Jetzt ist alles so Weekend League, ich kann heute jedes Spiel verlieren. Ja, bin ich trotzdem sauer. Ja, reden wir nicht drüber, bin ich trotzdem abgefuckt. Das ist halt wirklich so. Aber krass, Glückwunsch, ne? Also. Danke nochmal für die Karten, ne? Muss ich dir nochmal offiziell sagen. Jederzeit gerne. Rückspiel bist du offiziell eingeladen, ne? Wenn du kannst. Nach Gelsenkirchen? Ja, sicher. Ich war noch nie da, ne? Ja, Gelsenkirchen. In der Weltdienstarena. Ja, hast du was verpasst, sag ich dir. Ehrlich? Ja, die Tickets stehen. Okay, nehme ich an. Auch mit VIP und Essen und allem schön drum und dran. Immer ein bisschen Pasta. Bisschen Pasta? Bisschen Kaltgetränk. Ey, nämlich herzlich und dankend an. Ja, wir sehen uns in der Rückrunde, Freunde. So nämlich. Ey, hier ist was los. Das ist der Wahnsinn, Alter. Ich habe das noch nie so krank erlebt. Das ist halt wegen der Fanfreundschaft. Das Ding ist, er kennt mich nicht, aber ich mache. Ey, das ist völlig verrückt. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viele Fotos gemacht. Grüße an alle korrekten Nürnberg- und Schalke-Fans hier. War wild. Match-Fazit. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, ob ich eins gegeben habe. Und mir hat noch ein korrekter Zuschauer den Match-Schal geschenkt. Vom Choreo-Ding hier. Richtig geil. Liebe Grüße, wenn du das siehst. Kuss an dich. Hier den an, Digga. Er hat einfach auch einen Schal. Komm rein, Junge. Komm rein in die Karre mit den 3 Punkten. Wo denn den Schal her? Bro, ich habe ein Geschenk bekommen. Ja, ich auch. Macher. Ja, guck mal, kannst du mal sehen. Ist das ein schönes Teil. Ah, ich bin glücklich. So, ist jetzt mittlerweile schon ungefähr 1,5 Stunden nach Spielen. Wir gehen jetzt noch was essen in der Nürnberger Innenstadt. Meine Stimme hat sich so verabschiedet. Hilfe. Willi ist schon vorgefahren. Wir essen jetzt noch was, gucken gleich Dortmund gegen Bayern. Danach gibt's einen Stream. Ich hoffe, meine Stimme wird fit. Bis zur Broski-Show. Könnte brüchig werden. Aber ganz im Ernst, wir haben 2-1 gewonnen. Was soll ich machen? Gestern eine 90-Plus-Icon gezogen. Heute Late-Winner vom Danny the Man Latzer. Soll meine Stimme hier normal sein? Ist so alles normal? Mitten in der Innenstadt? Ist schön hier, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Hat mich ein bisschen an die Speicherstadt in Hamburg da rechts mit dem Kanal. Ja, ehrlich. Schick habt das hier in Nürnberger. Hier noch so eine schöne Kirche am Christkindlesmarkt. Sieht richtig schick aus hier in Nürnberg. Es ist schade, dass wir halt wirklich hier nicht so lange sind. Jetzt würde ich hier gerne noch mal die Stadt angucken. Aber gefällt mir der Vibe der Stadt. Sehr, sehr schön. Und hier geht's jetzt rein. In Cucina Italiana. Was hast du denn da hier für einen Laden rausgesucht? Der Beste. Das ist extra Butter mit Trüffelgeschmack. Extra für diesen Teller haben wir die machen lassen. Von unserem Lieferanten. Damit es da nochmal einen extra Kick gibt. Das sieht verrückt aus. Kenn ich aus Herne nicht. Ja.
danke dir, mein Lieber. Bitte schön, bon appetit dir. Danke, danke. Oh, das sieht so gut aus. Ja, ist der Laden. Wo müssen wir hingehen in Nürnberg? Cucina Italiana. Also, abchecken, Freunde, wichtig. Ja, gut. Boah, das sieht so geil aus, Alter. Aber wir gucken jetzt hier gerade noch nebenbei Dortmund gegen Bayern. Bayern führt zur Halbzeit 2-0. Spielen brutal. Und Thema brutal, das Essen. Oh, es war ein Genuss, wirklich. Ein Genuss. Ihr müsst den Laden abchecken hier. Es ist alles eingestellt. Jetzt wird gestreamt hier in der Höhle. Und ich würde sagen, damit sind wir auch raus für den Vlog. Finito. Gracias, mi amor. Peace an der Stelle. Und danke, dass du hier warst. Danke für die Einladung, Bro. Sehr gerne. Guck mal hier, warte, das muss ich noch zeigen. Ich hab noch ein Geschenk bekommen. Geil, Digga. Damit gehen wir raus aus dem Vlog. So. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.